Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Casual Replay Cast von Memrick. Das ist ein weiteres Spiel, was ich vom User Jared zugesandt bekommen habe. Heute allerdings mit einer kleinen Änderung. Und zwar ist das hier ein 2v2 und kein 1v1, die ich normalerweise caste. Jared hat mich mal drum gebeten und ich werde mich dieser Herausstellung, über diese Herausforderung einfach mal stellen. Ich hoffe, das Spiel wird interessant sein und ich hoffe auch, ich kriege alles mit. Das ist schon ein bisschen mehr Action als bei einem 1v1, beziehungsweise mehrere Punkte, wo was abgehen kann. Ich gebe mir natürlich größte Mühe, wie immer, und hoffe, euch da zufriedenzustellen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich mal ein paar Kommentare hinterlassen, ob ich mehr 2v2s casten sollte oder ich dann weiterhin 1v1 casten werde. Das bleibt euch dann überlassen. Gehen wir mal aufs Game ein. Hier spielt ein Team bestehend aus Terra und Terra gegen Zerg und Protoss. Die Kontrahenten heißen Mengs, soll das sicherlich heißen, denke ich. Und der andere ist Jared, der uns schon bekannt ist aus diversen 1v1, die auch auf meinem Channel gecastet worden sind. Und die beiden Gegner heißen Shoptop und Ralph, wie auch immer. Das Ganze ist ein Ladder Match. Und die bewegen sich alle in der Diamond Liga. Soll also ziemlich interessant sein, denke ich. Schauen wir mal, was passiert. Der Terra Jared seinerseits beginnt hier mit einem Wall-In. Die ersten Scouts wurden auch schon losgeschickt. Und sein Teammate Mengs seinerseits auch mit einem Wall-In. Ist auch seinerseits ein bisschen schneller, hat den Wall-In jetzt schon dicht. Die Probe von Ralph kommt hier nicht mehr raus, hat allerdings natürlich dadurch kontinuierlich Scouting-Informationen, solange kein Marine auf dem Feld ist. Was sehen wir beim Zerg? Da sehen wir den Pool, der wurde wahrscheinlich gesetzt bei 14 und das Gas dann dementsprechend auch bei 15, ist jetzt durch. Orbital Command bei Jared jetzt auf dem Weg und bei Protoss sehen wir das Gate bei 13, nehme ich an, und die Kubernetik-Kern jetzt und der erste Berserker ist mittlerweile auch auf dem Weg. Währenddessen Shoptop die Queen produziert. Sollte jetzt auch gleich ein paar Linge bringen, denke ich. Um ein bisschen scouten zu gehen, beziehungsweise sich eventuell ein bisschen wehren zu können, sobald hier mal die nächste Sonde, beziehungsweise ja von den beiden Terras natürlich zwei WBS hier auftauchen könnten. In der Mitte sehen wir schon, dass Shoptop hier mit seiner Drohne die den Zelnaga Watchtower in Beschlag hat. Und Jared und sein Teammate spielen hier relativ passiv. Da kommt jetzt die Rex, also kein frühes Harassment. Speed Upgrade jetzt beim Zerg auf dem Weg. Und Jared seinerseits bringt jetzt hier an die Kaserne das Techlab. Da werden wir vielleicht gleich ein paar Marauder sehen. Ist noch nicht am zweiten Gas. Spricht also nicht für einen Reaper Harris oder für frühe Banshees. Ersten Marines jetzt hier auf dem Feld. Gucken wir mal in die Basis vom Protoss, da sehen wir schon zweimal Gas, diverse Drohnen und Chrono Boost auf den Warp getecht. Ein weiteres Gate wurde jetzt geaddet und die ersten beiden Berserker sind jetzt hier mittlerweile auch schon auf dem Feld. Schickt ihn jetzt auch raus, dann sehen wir, was er damit vorhat. Wird er eventuell ein bisschen zum Scouten nutzen, denke ich, um einen frühen Pylon, einen Warp inpeilen oder sonst irgendwas zu setzen. Oder einfach um eine Proxy Barracks zu finden. Stellt den jetzt allerdings hier an den Zelnaga Watchtower. Sieht jetzt auch, dass hier ein WBF kommt, der schon ziemlich angeschlagen ist. Und ich glaube, der macht seinen Weg auch nach da oben. Wird jetzt also gleich verarztet von dem Berserker, der von hier oben kommt. Und ja, minus ein WBF für Jared. Stimpik jetzt im Research bei Jared. Und die ersten Helions werden auch produziert. Hier kommen die ersten Linge, die sich jetzt erstmal auf den Weg machen, um zu scouten primär. Ich denke mal nicht, dass sie da irgendwas reißen können, denn hier der Wall-In ist schon ziemlich dicht. Ja, der Mengs baut jetzt auch seinen Reaktor an die Barracks und an die Fabrik wurde auch ein Techlab jetzt gesetzt. Ein bisschen spät, jetzt kommen hier die Linge. Sollte vielleicht da seine Helions ein bisschen nach vorne bewegen. Nutzt sie allerdings momentan nur zum Scouten. Jetzt bringt Ralph da seine Roboterfabrik, will also einen
3-Gate Robopush spielen, nehme ich mal an. Oder 2-Gate Robopush. Ja, das sieht eher nach einem 2-Gate Robopush aus. Hat jetzt auch hier schon 4 Stalker produziert, beziehungsweise dann jetzt auch gleich weiterhin reingeworbt. Infernales Zündsystem wird für die Helions bei Mengs auf den Weg gebracht und wir sehen das Baneling Nest und den Tier 2 Tag bei Chop Top. Chop Top, übrigens auch ein sehr interessanter Name. Wo haben wir das Baneling Nest? Das hat er wahrscheinlich ein bisschen versteckt. Oder sehe ich es momentan einfach nicht. Ah, da ist es. Ein bisschen blind heute. Hat auch hier schon seinerseits dann die Exa in den Start gebracht und die Queen bewegt sich auch schon nach unten. Der Creep hat er auch schon ganz gut gespreadet, wie man sieht. Schauen wir mal auf das Income. Da sehen wir, dass Mengs ziemlich weit hinten ist. Mit 18 Workern ziemlich abgeschlagen. Sein Mate mit 27 ziemlich gut dabei. Und die anderen beiden, Shoptop und Ralph, bei 28 bzw. 30. Da muss auf jeden Fall der Teammate von Jared ein bisschen nachlegen. Da ein bisschen mehr WBFs pumpen kontinuierlich. Na, jetzt werden die beiden Armeen hier ein bisschen zusammengefügt und werden jetzt erstmal den ersten Push wagen, denke ich. Hier die ersten Upgrades. Level 1 Upgrade für Nahkampfwaffen für die Zergs und die Bodenpanzerung wurde auch direkt auf den Weg gebracht. Und der Zentrifugalhaken für die Bailinge natürlich, damit sie ein bisschen schneller sind. Der erste Opsi kommt jetzt raus und wir sehen das Roboter-Dock auf Seiten des Protoss. Jetzt werden hier irgendwo die Banelinge reingemorpht. Ja, das, zumindest habe ich es gerade gehört. Wir bleiben mal dran. Jetzt geht es hier dem Protoss an den Kragen. Allerdings jetzt hier von der Seite, aber da saß die EMP ziemlich gut. Da sind die Schilde alle down. Und jetzt müssen die Helions einfach hier die Banelinge abgraden. Dann ist es ein bisschen Hit and Run. Ja, jetzt muss er aufpassen, dass die Banelinge da nicht komplett seine Armee auseinandernehmen. Ja, mit dem Hit and Run sollte das allerdings funktionieren. Ja, das macht Jared schon ziemlich gut. Allerdings verliert er trotzdem jetzt alles hier. Da geht auch die Queen down an der Echse und jetzt sieht es schon ziemlich schlecht für den Zerg und den Protoss aus. Da müssen die beiden jetzt hier weiterhin den Druck aufrechterhalten. Wir sehen den Möbelsreaktor bei Jared auf dem Weg und einen weiteren Raumhafen wird geaddet. Und setzt momentan auf Marines und Marauder. Und sobald der Medivac-Unterstützung ist, wird es ziemlich hässlich werden für die beiden Konkurrenten hier. Allerdings kriegt er jetzt hier ein paar Marines off-guard. Ja, und jetzt kommt auch der Surround. Ah, jetzt wird schwierig für die Helions, die werden jetzt auch down gehen, denke ich. Das kann er nochmal stoppen mit den Beatling. Ja, da gehen auch alle Helions down. Bei Protoss sehen wir momentan erstmal nur Stalker Mittel der Wahl. Hat jetzt auch auf 4 Gates aufgestockt. 2 Robofabriken am Start und produziert momentan die Colossi. Sollte dann auch dementsprechend in naher Zukunft mal das verbesserte Thermolanzen-Upgrade bringen. Einfach um mehr Range zu haben gegen den Bioball von den beiden Terras. Jetzt allerdings hier der Switch auf Metall von Mengs. Hat den ersten Tor jetzt hier gebracht. Zweites ist jetzt auch schon fertig geworden. Schauen wir mal auf die Units, die auf dem Feld sind. Da sehen wir 2 Tors und diverse Marines und ein Ghost auf Seiten von Jared. Jetzt hier der Konterpush. Ja, aber da hat er wenig Chance gegen die Tors und gegen 2 Helions. Und hier wird ein Drop vorbereitet. Oder wollte einfach nur den Weg verkürzen. Schauen wir mal, was Jared vorhat. Was hat er da drin? Marauder und Marines. Stimpik ja, wie gesagt, auch schon durch. Bei seinem Teammate dürfte das, glaube ich, noch nicht auf dem Weg sein. Der addet jetzt seinerseits eine weitere Fabrik. Also wird jetzt hier in den harten Metallbild eingehen, denke ich. Jetzt gehen auch die beiden Tors plus Marine-Unterstützung auf den Weg. Hier die beiden Dropships, die scouten eventuelle Echsen. Der Protoss hat jetzt seinerseits auch geäxt. An der Natural Expansion jetzt auch schon eine ziemlich gute Unit Composition hier mit den Stalkern und den Colossi. Jetzt sollte er da die Units nicht wasten, da sitzt die EMP allerdings ziemlich gut. Die hätte aber eventuell mehr auf die Colossi setzen, sondern dass die relativ schnell down gehen. Weil die sind momentan eher das Problem, nicht die Berserker oder Stalker. Jetzt allerdings hier der Surround mit den Lingen gegen die Tors, zieht sie allerdings gut zurück. Ja, und mit dem, ja, der Ghost ist jetzt auch Geschichte, allerdings jetzt 4 Tors, 3 Tors. Ja, mal gucken, ob der jetzt hier auch noch down geht. Ich denke, den kriegt er auch noch down off guard, mehr oder weniger. Ja, da sollte er sich einfach umdrehen und die paar Linge zumindest abfrühstücken und die hier nicht off guard vergammeln lassen. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Ihr seht schon, auch wenn die Linge wenig Schaden machen, machen sie auf Dauer dann halt doch genug Schaden, um auch so ein Tor mal zu crushen. Ja, und jetzt sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Allerdings hier weitere Tors in Produktion. Ja, bleibt also auf seinem Torbild. Jetzt kommen hier die Linge plus die Banelinge.
Ah, jetzt wird es natürlich eklig für Jared, vor allem weil er hier vergessen hat, das Depot wieder hochzuziehen. Das sollte er jetzt dementsprechend schnell machen, weil sonst kullern die da einfach rein. Sieht er das? Nein, er sieht es nicht. Allerdings räumt er jetzt hier vorne das Add-on und die beiden Versorgungsdepots ab. Ist er damit Supply Lock? Nein, ist er nicht. Kann hier allerdings diverse Hits in die Armee von Jared landen. Jetzt sollte er hier auch noch zusehen, dass er noch schnell die Rex repariert kriegt. Das macht er jetzt auch in dem Moment. Ja, und jetzt sieht es halt schon ziemlich schlecht aus für Jared und Mengs. Die müssen sich da wirklich ein bisschen Mühe geben, weil jetzt kommt hier auch Protoss nach vorne, macht Druck. Jetzt werden hier weitere Linge rein, ne, Linge, Banelinge werden hier reingeworfen, gemorpht natürlich. Ja, und dann wird das nächste Mal hier reingecrushed. Und jetzt müssen die beiden natürlich wirklich zusehen, dass sie da irgendwas gegen tun. Jetzt hier die beiden Tors, mittlerweile schon vier Tors, die sollten jetzt hier versuchen, den zu flankieren, eventuell ein Sandwich zu nehmen. Ah, jetzt hier zwar zwei Vikings am Start, allerdings ja, gehen die Banelinge. Sieht das ziemlich schlecht aus mit dem Bioball. Ja, und jetzt geht es natürlich hier direkt auf die Biomasse. Wastet allerdings jetzt ein bisschen sinnloserweise seine Banelinge hier an dem Add-on. Ja, und jetzt geht es hier Source versus zwei Kolossi und diverse Stalker plus Linge. Da sollte Jared auch mit rauskommen mit seinen Vikings und zumindest den Kolossi wegsnipen. Jetzt gehen hier alle Tors down. Und das sieht jetzt momentan ziemlich schlecht aus für die beiden Terras. Auch jetzt hier Medivacs mittlerweile da auf Seiten von Jared. Ah, da müssen sie auf jeden Fall was einfallen lassen. Und ich würde eventuell von den Tors jetzt mal abraten und vielleicht mal ein paar Siege Tanks bringen oder ähnliches. Zumindest gegen diesen intensiven Zergling-Push, der hier ständig voranschreitet. Ah, der Tier 2-Tech ist jetzt hier mittlerweile auch durch, hat allerdings noch keinen Spire gestellt, soweit ich sehen kann, hat hier allerdings den die Verseuchergrube gebracht und zweimal Evolutionskammer für weitere Updates. Bleibt allerdings momentan auf seiner Strategie mit Linge only plus Banelinge. Ja, da könnte er vielleicht auch noch ein bisschen weiter techen. Ich meine, er hat ja momentan hier keinerlei Probleme, auch nach dem frühen Push von den beiden Terras. Hat er nicht allzu viel verloren, denn unten an der Echse stand nicht wirklich so viel. Was sagt das Income? Ja, 21 und 15 Worker bei Jared und Mengs und 22 und 18. Da sind doch schon diverse Units flöten gegangen.